Top-Kreative sind nationale und internationale Awards tierisch wichtig. Das ist quasi eine Währung, in der wir gemessen werden. Je mehr Awards man gewonnen hat, umso höher ist, glaube ich, auch der Marktwert. Da kann man, glaube ich, eine Korrelation sehen. Na klar, unterscheidet sich die Klappe von anderen Wettbewerben, weil es halt einen totalen Fokus auf Bewegtbild gibt. Ich finde die Kategorien sehr gut gewählt. Es gibt halt Craft-Kategorien, es gibt Filmkategorien, es gibt internationale Kategorien. Aber in den meisten anderen Wettbewerben hat man halt auch noch andere Bereiche, Funk, Out-of-Home, Ambient, Promo-Activation. Das macht den Award die Klappe sehr besonders. Wir reichen bei der Klappe ein, weil es der deutschsprachige Award mit dem Schwerpunkt auf Film ist. Seit Jahren einer der renommiertesten Awards und deswegen für uns auch top of the list. Ganz ehrlich, ich fand das nicht den stärksten Jahrgang, den 2016. Ich finde, es waren die üblichen Verdächtigen oder die Leute, die arbeiten, mit denen man gerechnet hat, wie jetzt Hornbach als Evergreen. Edeka war natürlich auch klar, dass es sehr hoch zurecht kommen wird. Ansonsten habe ich relativ wenig gesehen, das mich jetzt für meine Arbeit inspirieren will. Wenig neue Trends, wenig Gewagtes, Neues, irgendwie frisch Gedachtes, viel Tradiertes. Die Reise Online versus Classic geht immer mehr in Richtung Online. Heißt nicht, dass wir nicht immer noch mit großen Budgets TV-Spots machen würden, aber wir machen viel mehr Bewegtbildformate für Online, was toll ist, weil man da teilweise sehr viel spitzer sein kann, teilweise auch mutiger, weil man halt spitze Zielgruppen anspricht oder junge Zielgruppen anspricht, weil man natürlich auch will, dass die Leute es teilen. Und das teilen sie natürlich nur, wenn das Content ist, den sie so ansprechend finden, so lustig, überraschend, dass sie dann auch an ihre Freunde weiterleiten. Insofern muss man da mutiger sein, als man vielleicht manchmal im TV-Bereich ist. Die deutsche Werbefilmbranche muss flexibler, glaube ich, werden, was kleiner werdende Budgets angeht, muss schneller werden, muss auf internationale Trends reagieren, muss es schaffen, nicht mehr nur, wenn es eine Million Budgets gibt, tolle Filme zu produzieren, und muss auch offen sein für neue Storytelling-Formate, für Pranks, für Sachen, die nicht so geskriptet sind, wie sie vielleicht in den letzten Jahren immer noch gewesen sind, für Sachen, die vielleicht auf dem Set erst entstehen oder an dem Ort, wo man dreht. Ich glaube, da geht die Reise hin und da dafür sollten wir uns wappnen. Naja, ein Trend war natürlich, dass man Ende 2016 einen tollen Weihnachtsfilm draußen haben sollte, weil das in allen Kategorien tolle Filme gab dieses Jahr. Glaube ich, das war 2015 wirklich so ein Trend, der auf den ganz, ganz viele Marken aufgesprungen sind. Und ansonsten habe ich, glaube ich, keinen Trend gesehen. Eine Agentur braucht sehr viel Freiheit bei der Entwicklung eines guten Films. Ich verstehe auch, warum Kunden natürlich sehr eingebunden sein wollen in die Entstehung eines Films und über jeden Step informiert werden wollen. Ich glaube aber, dass man nicht alles vorm Dreh besprechen kann, sondern dass man sich die Freiheit lassen sollte, dass bei einem Dreh immer noch offen auf Sachen zu reagieren und nicht jede Sekunde dieses Drehplans oder dieser Drehtage im Vorfeld zu planen, weil aus meiner Erfahrung halt ganz oft Sachen entstehen bei einem Dreh und das sind meistens oder oft dann die besseren Szenen als die, die man sich vielleicht vorher in Büros ausgedacht hat. Was für einen Film würde ich gerne mal machen? Ganz schwere Frage, weil es gibt so wahnsinnig viele tolle Filme. Also ich habe eine Lieblingsliste von Filmen, die ist bestimmt 100 Werbespots lang. Ich kann die Frage, glaube ich, ganz schwer beantworten, weil es ist auch abhängig von, für welchen Kunden macht man diesen Film.
Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also ganz eigennützig würde ich da natürlich sagen, ich würde gerne mal einen Film mit 30 Drehtagen in Los Angeles und Umgebung drehen, mit ganz, ganz vielen Hollywood-Stars und einem nach oben offenen Budget mit einem Megastar. Kommt vielleicht noch. Also so Projekte gibt es immer wieder und ich arbeite für Automobilhersteller, die haben auch im Vergleich die größeren Budgets. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich sowas nochmal erleben werde.